Mein erster Meisterkandidat ist ganz klar Rubenbergen. Ne? Elfmeter-Töter Yalcin, weißer Brasilianer Bremer. Dann werden noch vier Spieler die Saison Vater, das wissen sie jetzt noch gar nicht, aber das wird so sein. Das formt eine Mannschaft und treibt sie voran. Da entsteht positive Energie, ein bisschen Reibung und dann seid ihr ganz vorne dabei. Ja, mein nächster Kandidat, schon seit 13 Jahren aus Steinbeck. Ich warte immer darauf, dass ihr es mal packt. Ihr habt so eine tolle Mannschaft, ihr habt so ein tolles Mannschaftsgefüge. Ihr geht jeden Tag zusammen frühstücken, zusammen essen. Da läuft alles wunderbar. Und jetzt müsst ihr es nur noch auf den Platz umsetzen. Bupp, sag ich, und ab dafür nach oben. Ja, mein dritter Kandidat, Kurs Lattner-Gamme, ne? Mit dieser Duracell-Batterie vorne im Madereinke, der hört ja nicht auf zu treffen. Und Technospill daneben. Was für ein Sturm, du. Dazu noch mit dem Kunstrasen, da kann gar nicht schief gehen.